Herzlich willkommen im Stadtwerke Düsseldorf Fanblog. Liebe Zuschauer, unsere Fortuna, die steht aktuell so ein wenig mit dem Rücken zur Wand, denn nur noch 2 Punkte Abstand hat man auf den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga und die Zeit rast, denn es sind nur noch 4 Partien in der aktuellen Saison zu absolvieren und da kommt es natürlich alles andere als gelegen, dass mit Adam Bozek, Ruven Hennings, André Hoffmann und natürlich Kevin Akpoguma, der nach seinem Halswirbelbruch zum Glück auf dem Weg der Besserung ist, für das kommende Spiel ausfallen. Und mit dem Tabellendritten Hannover 96 hat man da ausgerechnet einen Gegner von absolutem Topformat vor der Brust, wie Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel in Niedersachsen allerdings doch für eine Überraschung sorgen will. Das verrät er Ihnen jetzt in unserer Konferenz. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Cheftrainer Friedhelm Funkel vor unserem Auswärtsspiel bei Hannover 96. Trainer, dein Statement vor dem Spiel bitte. Ja, bevor wir zum Spiel kommen, möchte ich einfach eine gute Nachricht hier loswerden. Die meisten wissen das vielleicht schon, dass Kevin heute Morgen aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und es ihm den Umständen entsprechend geht. Er ist sehr, sehr zuversichtlich und freut sich jetzt natürlich auch mal wieder zu Hause zu sein. Er kann natürlich noch nichts machen, er muss weiterhin sehr, sehr ruhig liegen. Aber da ist die Atmosphäre zu Hause trotz allem natürlich ein Stück weit besser als wenn man noch länger im Krankenhaus bleibt, obwohl er da bestens versorgt worden ist. Also da kann man nur Komplimente aussprechen, wie sie sich um Kevin gekümmert haben. Also das war fantastisch. Die zweite Nachricht einfach, dass Ruven Hennings heute mit dem Training wieder angefangen hat, der heute Morgen das erste Mal wieder gelaufen ist, der auch morgen und am Sonntag laufen wird. Und wenn er das körperlich gut verkraftet hat, dann steht dem Mannschaftstraining Anfang der Woche nichts im Wege. Und dann muss man halt schauen, wie schnell er das Körperliche wieder aufgeholt hat und wie schnell er wieder bei 80, 90, 100% ist. Zum Spiel Hannover. Wenn man zur heimstärksten Mannschaft fährt, ich lese das ja gerade hier in der Statistik, wenn man 38 von 45 möglichen Punkten holt, 12 Siege, 2 Remis und nur 1 Niederlage, da ist es für uns, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass wir in der Fremde oftmals überrascht haben, dass wir in der Fremde auch viele Punkte geholt haben in den letzten Monaten. Und dieses Selbstbewusstsein muss die Mannschaft dann auch mit auf den Platz nehmen. Die Gäste spielen seitdem André dort ist ein Stück weit kontrollierter, kriegen kaum noch ein Gegentor rein, also viel weniger Gegentore, sind aber aufgrund ihrer individuellen Klasse immer in der Lage, ein Spiel zu gewinnen. Das hat André hervorragend hinbekommen. Dann ist natürlich eines ihrer Stärken, sind die Standardsituationen, wo sie viele Tore draus gemacht haben. Jetzt in Aue wieder das Führungstor beim letzten Heimspiel gegen Braunschweig, das Siegtor. Also da müssen wir hellwach sein. Da haben wir auch im Laufe der Woche ein Stück weit unser Augenmerk drauf gelegt, dass wir dort bei ruhenden Bällen vor allen Dingen, dass wir dort körperlich hundertprozentige Präsenz zeigen gegen die wirklich sehr, sehr kopfballstarken Spieler Sané, Hübner, Anton, Füllkrug, Hanik, das sind die 5 besten Kopfballspieler. Also da müssen wir schon hellwach sein und müssen versuchen, nach Möglichkeit, ich weiß, dass das nicht immer geht, aber Standardsituationen zu verhindern. Die Mannschaft wird gut vorbereitet sein, wie immer. Wir fahren auch dorthin, um nicht nur ein gutes Spiel abzuliefern, sondern auch was mitzunehmen. Und das ist das, was wir morgen auf der Fahrt nach Hannover uns vornehmen. Vielen Dank für den Funkel. Die ersten Fragen bitte. Ja, die Personalsituation sieht ja nicht sonderlich gut aus für das kommende Spiel. Ayhan ist gesperrt, Hoffmann und Bozek sind rot gesperrt, Akpoguma und Hennings verletzt. Ja, da muss die Mannschaft fast schon umgekrempelt werden. Wie schwer fällt das? Ja, das fällt nicht schwer, weil ich keine andere Möglichkeit habe. Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Und wir haben einen großen Kader und da ist es immer mal im Laufe einer Saison so, dass du nicht nur 1, 2, sondern manchmal eben auch 5 oder 6 potenzielle Stammspieler ersetzen musst. Und das machen wir, da gibt es kein Klagen, sondern wir haben die spielen, da haben wir hundertprozentiges Vertrauen zu und das haben wir uns im Laufe der Woche auch erarbeitet. Wir haben viel über das Spiel schon gesprochen mit den Leuten, die auflaufen werden und deswegen
ist das nicht zu ändern. Und wir müssen die stark machen, die am Sonntagmittag auflaufen werden. Es sind einige dabei, die viel Erfahrung haben. Es gibt einige, die kaum Erfahrung haben. Das ist nun mal so. Aber trotzdem wollen wir ein gutes Spiel abliefern. Ja, Sie haben angekündigt, die Mannschaft hat eine jetzt erst recht Stimmung aufgebaut, auch aus sportlichen Gründen, wie auch für Kevin Akpoguma. Ja, was muss in Hannover passieren, um dafür eine Überraschung zu sorgen? Ja, indem wir sehr kompakt auftreten, indem wir auch mutig nach vorne spielen. Andere Mannschaften haben uns das vorgemacht, die auch in Hannover sich gute Möglichkeiten erarbeitet haben. Siehe Eintracht Braunschweig, siehe 1860 München vor ein paar Wochen, die dort mutig waren, die sich nicht nur versteckt haben, sondern die eben auch ihre Möglichkeiten gesucht haben über schnelles Umschaltspiel, schnell in die Spitze spielen, situationsbedingt möglicherweise frühes Vorchecking, also frühes Stören des Gegners im Spielaufbau. All das sind Dinge, die wir natürlich umsetzen können, die wir auch umsetzen müssen, wenn wir dort Punkte mitnehmen wollen. Ja, will man gegen Hannover das Spiel eher bestimmen oder doch eher auf Konter setzen? Auch vor dem Hintergrund, dass Hannover seit 7 Spielen ungeschlagen ist, in der gesamten Zeit auch nur 2 Gegentore bekommen hat? Ja, ich habe gerade gesagt, seitdem André da ist, ist die Mannschaft noch stabiler geworden, hat noch eine bessere Ordnung auf dem Platz. Bei Stendel war es so, dass er sehr, sehr offensiv hat spielen lassen. Da haben sie auch mehr Tore erzielt, dafür auch mehr reinbekommen. Also das hat sich schon ein bisschen gewandelt und wir müssen in jeder Situation hellwach sein und situationsbedingt das Beste machen. Das kann man nicht immer vorher absprechen. Da gibt natürlich einen klaren Plan, wie wir dort auflaufen wollen, aber dann gibt es auch Situationen, die kannst du vorher nicht besprechen und da müssen die Jungs situationsbedingt das Richtige machen. Erzgebirge Aue hat gegen Hannover überraschend ein 2:2 geholt. Generell ist Hannover gegen die schlechter positionierten Mannschaften momentan nicht so gut. Macht das Mut? Mut macht die Auswärtsstärke meiner Mannschaft. Das ist das, was mir Mut macht, dass wir eben auch in Situationen auswärts gewonnen haben, wo keiner damit gerechnet hat. Und da rechnet jetzt mit Sicherheit auch keiner mit, dass wir in Hannover gewinnen. Hannover ist klarer Favorit aufgrund der Tabellensituation, aufgrund der Bilanz der Heimspiele. Aber nicht immer gewinnt der Favorit. Ja, im Pokalspiel gegen Hannover ging es mit 1:6, gab es da doch eine herbe Niederlage. Steckt das noch so ein bisschen im Hinterkopf oder ist das, Schnee von gestern? Nein, das ist mehr als Schnee von gestern, denn das ist weit mehr als ein halbes Jahr her. Und da kann man überhaupt keine Rückschlüsse mehr draus ziehen. Es werden andere Spieler auf dem Platz stehen, andere Trainer auf der anderen Seite. Wir haben gezeigt, dass wir mit dieser Mannschaft auch mithalten können beim 2:2 hier im eigenen Stadion. Und deswegen wird dieses Spiel weder in den Köpfen noch sonst wo irgendwo eine Rolle spielen. Ja, wenn man nun in Hannover verlieren sollte, ist Ihre Mannschaft ja in jedem der einzelnen restlichen Spiele dann wirklich zum Siegen verdammt, um dem Abstieg zu entgehen. Ja, ob man dann in jedem Spiel zum Sieg verdammt ist, wird ja dann erst das übernächste Spiel zeigen. Also von daher ist das eine These, die jetzt nicht unbedingt 100% zutreffend ist. Aber wir beschäftigen uns jetzt im Vorfeld nicht mit einer Niederlage in Hannover, sondern wir wollen ein gutes Spiel abliefern, wir wollen eine gute Mannschaftsleistung zeigen und dann sehen wir mal und warten ab, was dabei rauskommt. Vielen Dank. Um 13.30 Uhr rollt am Sonntag dann der Ball in Hannover und zumindest ein Punkt, der wäre auch ganz schön wichtig für unsere Fortuna, denn die Lage in der Liga, die ist aktuell so eng und mit Kaiserslautern und Karlsruhe sowie Würzburg und Aue treffen am kommenden Spieltag nämlich weitere Kellerkinder direkt aufeinander. Das heißt, eine Niederlage in so einer Situation, die kann schon mal schnell zu einer Hiobsbotschaft in Sachen Abstiegskampf werden. Aber Trainer Friedhelm Funkel hat gesagt, die Mannschaft, die holt die nötigen Punkte, am liebsten 9, und in diesem Sinne würde ich sagen, des Trainers Wort in aller Fortunen Ohr. Liebe Zuschauer, Ihnen wünsche ich jetzt auf jeden Fall schon mal ein schönes Spiel und ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.